Moin Freunde, ist mal wieder Zeit, Tacheles zu reden. Das Format kommt zurzeit ein bisschen öfter, aber bei euch kommt es ja auch gut an, also danke für euer nettes Feedback. League of Legends ist mittlerweile so ein gigantisches Spiel. Wir haben nicht nur 136 Champions, sondern eben auch noch etliche Items, Trinkets, Fähigkeiten, sonst was. Und das führt einfach dazu, dass das Ganze so komplex ist, dass wenn Riot einen Teil verändern will, sie immer auch einen anderen Teil mit beeinflussen werden. Beispielsweise ist die Änderung, die zurzeit auf dem PBE ist, dass bei Dorans Ring die Mana-Regeneration jetzt unique ist, wird dazu führen, dass die Top-Laners nicht mehr bauen, das ist der Sinn, oder es zumindest nicht mehr so viel stacken werden, oder es vielleicht immer noch tun, aber es nicht mehr ganz so stark sein wird, wird allerdings auch Einfluss auf die Midlaner haben, ist übrigens noch ein Grund mehr, als zweites Dorans in Darkseid zu holen. Ähnlich war es auch bei der Veränderung von Armor Pen hin zu Lethality. Da hatte Riot gesagt, okay, Assassins, wenn sie Brutalizer und sowas bauen, dann sind sie im Early-Mid-Game so unglaublich stark. Das wollen wir ein bisschen verändern. Deswegen scaled das jetzt mit dem Level des Gegners, um Assassins so ein bisschen mehr balancen zu können. Und guess what? ADCs haben gesagt, ey, wir haben es immer mit overleveten Solo-Lanern zu tun. Lasst uns das Item nochmal kaufen. Und auf einmal hat jeder ADC Lethality gebaut. Das hier soll jetzt kein Flame gegen Riot sein, sondern einfach nur Beispiele zeigen, wo, jo, Riot hat einen Teil verändert, allerdings stattdessen was ganz anderes ausgelöst. Das passiert einfach immer, aber darüber muss sich Riot natürlich mittlerweile auch Gedanken machen. Und da sind wir auch bei unserem Thema, denn bei einer Sache hat Riot sich aus meiner Sicht nicht so viele Gedanken gemacht, nämlich das ist bei dem hier, unser ehemaliger Überflieger und heute eher Winrate-Bruchpiloten. Denn sein Rework hat damals dazu geführt, dass sein Schaden heutzutage zu 70-80% aus magischem Schaden besteht, weil auch seine Auto-Attacks und Magic Damage umgewandelt werden, was dem Spiel unglaublich viel Tiefe gegeben hat. Weil auf einmal konntest du sagen, hey, wir haben eine Full AD-Comp, aber das ist okay, weil wir haben noch einen ADC-Corki. Oder du konntest ihn flexen, weil man dann gemerkt hat, als Midlaner ist er auch gut. Riot hat dann langsam genervt und am Ende war eigentlich nur noch auf der Midlane stark. Mittlerweile ist er allerdings völlig verschwunden. Denn Corki sieht man überhaupt nicht mehr am Himmel. Auf der ADC-Position hat er sowohl bei der Winrate als auch bei der Pickrate die schlechtesten Werte und auch auf der Midlane ist er ganz, ganz unten mit dabei. Aber woran liegt das überhaupt? Denn selbst nach den letzten Nerfs war Corki ja nicht so dermaßen schlecht, wie er jetzt ist. Tja, das liegt genau an diesen Nebenwirkungen, die eben bei anderen Veränderungen mit auftreten können. Dann rate mal, welcher ADC mit Abstand am meisten darunter gelitten hat, dass alle Champions jetzt Base MA haben. Corki. Und rate mal, welcher ADC am meisten darunter gelitten hat, dass Trinity Force kein Crit mehr gibt. Ja, Corki! Rate mal, welcher ADC gar nicht davon profitiert hat, dass Last Whisper jetzt mehr Armor Pen gibt. Ja, Corki! Rate mal, wer dieses ganze Lethality Mate gar nicht bauen konnte. Corki! Rate mal, wer dieses Blade of the Rune King nicht bauen konnte. Auch Corki! Und wer wird von den adaptiven Apes so richtig, aber so richtig, richtig zerstört? Ja, Corki! Und was müssen meine Augen dann auf dem PBE Patch Notes sehen, wo Riot sagt, jo, wir buffen ihn jetzt endlich. Jetzt macht er nicht 50% magischen Charme mit den Auto-Attacks, sondern 75. Das ist kein Buff. Das ist ein Nerf! Aber Riot will jetzt, dass ein Grund mehr hat, Voidstaff zu bauen. Aber Voidstaff ist die Ausgeburt der Scheiße! Das gibt keine Tech-Speed, keine Tech-Damage, kein Crit-Chains, kein Crit-Damage. Das gibt nichts, was ADCs wollen, außer AP. Und Corki, ja, der hat ein AP-Scaling. Aber sind wir mal ehrlich, das Scaling ist genauso Bullshit. Mit dieser Änderung ist Corki von beerdigt worden wieder auferstanden, weil man hat ja den Base-AD-Wert angehoben, um ihn dann wieder zu beerdigen. Man wird da einfach das Gefühl nicht los, dass Riot diesen Champion einfach vergessen hat oder vergessen hat, was dazu geführt hat, dass er so bad ist. Eine Option wäre zum Beispiel zu sagen, okay, der Last Whisper gibt bei Corki auch bei den Autotex was dazu oder ähnliches. Irgendeine Lösung braucht man, aber nicht sowas, nicht das. Bah, nee. Und das würde jetzt wohl dazu führen, dass Corki langfristig in Vergessenheit gerät. Nicht allerdings bei uns. We will always remember. Oder, right, Buff Corki hat einfach wieder für den Worlds wie die letzten 10 Jahre.